Ich habe nie direkt darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen, aber ich hatte immer den Wunsch, dass ich meinen Alltag selber gestalten kann. Ein großer Teil meiner Motivation, etwas zu gründen, war, dass man kann genau machen, genau was man möchte. Als erstes Produkt haben wir einen Fahrradanhänger entwickelt, der als Weiterentwicklung meiner Diplomarbeit entstanden ist. Mit einfachen Materialien, basierend auf Holz und Edelstahl und der vor allem auch so entwickelt wurde, dass er für jeden erschwinglich sein soll. Ich habe den dann damals gewonnen, den Inspired-Wettbewerb, völlig unerwarteterweise. Und genau, das war dann so auch der Anfang, noch mehr mit dem Robert-Schmidt-Institut zusammenzuarbeiten, unter anderem auch dieses Stipendium zu bekommen. Mit RSC kann man merken, dass mein Projekt kein mehr als ein Studentenprojekt sein. Genau, es kann, ja, man ist das erste Mal, dass man im Studium etwas macht, was über ein Rendering und ein 1 zu 10 Genau. Modell hinausgeht. Und das ist auf jeden Fall eine Hilfe, die ist enorm viel wert. Ich bin Kilian. Und ich bin Niklas. Wir sind die Gründer von Freiadventure. Und wir haben am Inspired Ideenwettbewerb der Hochschule Wismar teilgenommen.